Im Jahre 1920 galt der Friedrichshain in Berlin als ein Armenviertel und in dieser Zeit lockte der Fleischer Karl Großmann Frauen in seine Wohnung, wo er sie nicht nur vergewaltigte, sondern auch grausam zerstückelte. Obwohl offiziell nur wenige Morde angeklagt wurden, wird vermutet, dass die tatsächliche Anzahl an Opfern bedeutend höher gewesen sein könnte. Heutzutage steht Friedrichshain als eine angesagte Partyzone Berlins im Rampenlicht. Doch in den frühen 20er Jahren sah die Situation ganz anders aus. Nach dem Ersten Weltkrieg, Bürgerunruhen und mitten in einer schweren Wirtschaftskrise galt Friedrichshain als eines der gefährlichsten Viertel Berlins. Kriminalität, Gewalt und Prostitution florierten in dieser Zeit, während die Bewohner des Viertels bereits alle Hände voll damit zu tun hatten, ihr eigenes Leben zu bewältigen und sich kaum um das Wohl ihrer Mitbürger kümmern konnten oder wollten. Im Sommer 1921 breitete sich in dieser Gegend Panik aus, allerdings nicht unbedingt aufgrund der weit verbreiteten Arbeitslosigkeit. Vielmehr wurden in den künstlichen Gewässern der Umgebung, im Engelbecken und im heute größtenteils zugeschütteten Luisenstädtischen Kanal wiederholt Leichenteile von Frauen entdeckt. Die Anwohner wagten es kaum noch, nachts auf die Straße zu gehen. Der Andreasplatz, ein Zentrum der Straßenprostitution nordwestlich des Bahnhofs, lag nachts verlassen, nicht zuletzt aufgrund der verstärkten Polizeipräsenz. Nur ein wenig vom Schlesischen Bahnhof entfernt, in der Langen Straße 88, lebte Karl Wilhelm Großmann. Die Nachbarschaft wunderte sich mehr über die hohe Anzahl an Frauen, die regelmäßig seine bescheidene Küche im vierten Stock aufsuchten, als darüber, wann sie wieder ging. Gerüchten zufolge war Großmann ein Metzger, der seine Wurstwaren als fliegender Händler vertrieb. Tatsächlich hatte der Sohn eines Lumpensammlers seine Lehre bei einem Fleischer begonnen. Jedoch wurde er entlassen, weil er unangemessene Annäherungsversuche an die Ehefrau seines Arbeitgebers unternommen haben soll. Danach schloss sich Großmann der Vielzahl suchender Seelen an, die ihr Glück in der aufstrebenden Hauptstadt der Republik suchten. Als das Glück ihm nicht hold war, begann er eine Karriere als wandernder Kleinkrimineller, vornehmlich im Süden Deutschlands. Bald wurden psychische Auffälligkeiten bei Großmann dokumentiert. Im Oktober 1888 wurde er in Bayreuth wegen Sittlichkeitsverbrechen zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, nachdem er zwei Mädchen im Alter von 10 und 4 Jahren vergewaltigt hatte. Nach der Verbüßung seiner Haftstrafe tauchte er erneut in Berlin unter. In Friedrichshain fand ein Mann reichlich Beschäftigungsmöglichkeiten. Viele Frauen, die in der lebendigen Gegend um den Bahnhof ihre Dienste anboten, wurden von Großmann angeworben, um als Haushälterin zu arbeiten. Unter ihnen befand sich Marie Nitsche aus Dresden, die zuvor in der Nähe des Andreasplatzes als Prostituierte tätig war. Es könnte sein, dass die 35-jährige Frau im Gefängnis Selbstverteidigung gelernt hatte, denn sie schaffte es, Großmanns Angriff in seiner Wohnung am 21. August 1921 zunächst abzuwehren. Ihr Kampf erregte so viel Lärm, dass die Nachbarn die Polizei verständigten. Als die Beamten die Tür aufbrachen, bot sich ihnen ein erschreckendes Bild. Großmann hatte sein Opfer inzwischen auf das Bett gefesselt. Es wurde behauptet, dass das Gefäß, aus dem er trinken wollte, mit dem Blut der Sterbenden gefüllt gewesen sei. Während der Durchsuchung der Wohnung fanden sie abgetrennte Hände und andere Körperteile von Frauen. Die Forensiker der Polizei konnten den abgetrennten Kopf rekonstruieren und mit Hilfe von Fahndungsfotos das Opfer identifizieren. Blutbefleckte Kleidung, die in Großmanns Wohnung gefunden wurde, führte zu Hinweisen auf ein drittes Opfer, dessen Identität ebenfalls ermittelt werden konnte. Weitere Untersuchungen brachten Zeugenaussagen ans Licht, in denen Großmann in betrunkenen Gesprächen prahlte. Es wurde berichtet, dass er einem Freund im Rausch gestanden habe. Ich arbeite nicht. Ich ermorde nur Menschen und raube ihnen ihr Geld. Ich bin ein Schlechter von Beruf, aber ich schlachte keine Tiere, sondern nur Frauen. Ich zerteile sie in Stücke und verbrenne sie. Ich steche Pferden die Augen aus, schneide Hunden mit einem Messer die Augen heraus und erschlage kleine Kinder mit einem Stein. Einige Zeitungen spekulierten, dass Großmann nicht nur Fleisch von seinen Opfern konsumierte, sondern es auch an seinem Stand am Schlesischen Bahnhof verkauft haben soll. Diese Behauptung konnte jedoch nicht verifiziert werden. Während der Verhöre gestand er lediglich die Morde an drei Frauen, für die die Polizei ausreichende Beweise hatte. Die Ermittler schätzten, dass Großmann etwa 100 Menschen ermordet haben könnte. Das Motiv blieb jedoch unklar.
Auf die Frage, ob er sexuell erregt sei, wenn er beim Zerteilen der Leichen das Blut sieht, antwortete Großmann, dass dies keinesfalls der Fall sei. Auch das Blut lebender Frauen erregte ihn nicht. Der Psychiater und Prozessbeobachter Arthur Kronfeld schlussfolgerte, dass die drei Fälle, die gegen Großmann verhandelt wurden, nur einen Bruchteil der tatsächlichen Lustmorde darstellten, die dem Täter zur Last gelegt wurden. Am 5. Juli 1922 endete der Prozess abrupt, als Großmann sich in seiner Zelle im Gefängnis mit einem Bettlaken erhängte. Somit fand das Verfahren gegen einen potenziell größten zivilen Serienmörder Deutschlands ohne Urteil ein Ende. Fritz Hamann, bekannt als der Vampir von Hannover, wurde 2 Jahre danach wegen der Ermordung von 24 Jungen und jungen Männern zum Tode verurteilt. Und das Video dazu findest du hier. Vielen Dank fürs Zusehen, und um keine weiteren spannenden historischen Ereignisse wie diese zu verpassen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren.